dich immer noch Sie, Herr Duran, bitte. Entschuldigen Sie, Herr Duran. Dankeschön. Es tut mir sehr leid. Ich werde mich in Selbstdemut und Reue üben. Als ob du die... Definier mir das bitte. Verdammt! Füße hochlegen, Eier schaukeln. Eier kratzen. Er hat das fiese Wort gesagt. Das N-Wort. Ja. Alter, Maul, du verfickter Jude! Hast du mal das F-Wort benutzt? Jude? Oh, was ist eine Serie? Oh, weia. Auf geht's, Arena falsch. Ganz im Ernst, wer über sowas nicht lachen kann, der ist bei meinem Kanal falsch. Ja, das stimmt. So, zweite Arena, sagst du? Oh Mann, nein, ey! Ich kann nicht mehr lügen, ey, was ist denn los? Scheiße, ich muss die ganze Zeit lachen. Ey. Nicht. Du bist so ein Lügner. Warte, das ich gibt glaub, das. Dir gar nichts. Ja, das Scheiß, gibt jetzt auch für mich. Das gibt jetzt auch für mich den ersten. Weil ich über mich selber gelacht habe. Wenigstens ist er konsequent. Ja. Wisst ihr, Leute, es zählt nicht immer. Ich muss schon die Wahrheit sagen. Denn was wäre die Wahrheit? Ne? Ich meine, das Leben, die Welt. Halt dein Maul. Besteht aus Lügen und wir wollen doch, dass die Welt. Ne? Ich meine, Hasselhoff hat recht. Ja, der ist Hammer. Der weiß, was abgeht. I love the Hasselhoff! Hasselhoff hat recht, er weiß es einfach. Alter, er fährt ein sprechendes Auto. Oder das sprechende Auto fährt ihn. Es geht jetzt auf so ein Level von Chuck Norris Witzen. Chuck Norris ist nicht ausgestattet wie die Pferde sind ausgestattet wie Chuck Norris. Oh Gott. Chuck Norris ist eigentlich vor 10 Jahren gestorben, aber der Tod hatte zu viel Angst, es ihm zu sagen. Das Gerücht, dass Chuck Norris mal von einem Piraten besiegt wurde, das ist natürlich unwahr. Chuck Norris hat dieses Gerücht selbst in die Welt gesetzt, damit mehr Piraten kommen, um es zu versuchen. Was? Weißt du, was Bud Spencer mit ihm... Weißt du, was Bud Spencer mit ihm machen würde? Ja, aber was? So. Angeblich könnte Chuck Norris Tränen Krebs heilen. Schade, dass er nie weint. Ja, den kenne ich auch. Chuck Norris Witze. Wenn Chuck Norris ins Wasser fällt, wird er nicht nass. Das Wasser wird wie Chuck Norris. Ja, richtig, genau. Ehrlich. Ich glaube, ich habe noch nicht einen Film mit dem Mann gesehen. Doch, Expendables. Ah ja, stimmt. Kommt ja auch vor. Ja, das hast du ganz vergessen. Hast du noch nie Walker Texas Ranger gesehen? Nicht aktiv. Ja, gut, dann guckst du ja auch nicht aktiv an. Das geht auch gar nicht. Weil dann krepierst du vor... Bah. Muss einfach intelligent sein und die High-Items außerhalb der Kämpfe benutzen. Richtig. Das ist gar nicht so doof. Ich habe ein Intellekt. Wie teuer sind eigentlich Repels hier? Ich glaube 200 Poké-Dollar. So billig? Wenn ich mich komplett verrechne. Ja. Okay. Ganz, ganz billig. Ganz, ganz billig. Nein, not able. Sammel it! Oh, schön. Ryo, wo bist du denn gerade? Werde ich einen Scheißdreck sagen und dir verraten. Bite me! Na gut, dann nicht. Dann eben nicht. Ist hier nicht wie bei Pokémon MMO, dass du das verfolgen kannst? Das war ein Ehrlich, kann man das verfolgen? Also das würde ich auch mal interessant finden. Ja, Pokémon MMO haben wir die erste Gen tatsächlich einmal gespielt, war sehr lustig. Aber die zweite Gen sind da hingeblieben. Ja, wir haben irgendwie nie weiter aufgenommen. Die Aber ist noch irgendwie alle verschwunden. Dritte Gen Mechanics, oder? Ja, dritte Gen Mechanics. Ja, das ist auch auf Feuerrot, Blattgrün basierend, ne? Ja. Von der Grafikstyle, ja. Das ist halt mega geil. Zu viele Pokes. Zu viele Pokes. Das ist halt wirklich mega lustig. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich bin nicht damals so ums Verrecken, wie wollte ich einen Glumanda haben, hab das irgendeinem Typen für 500 Poké-Dollar abgekauft? Hat er verkauft, ne? So wie ich meinen Larvitar gekriegt habe. Aber NPCs, ne? Jetzt nicht so ein Nee, das sind. Du kannst als Trainer kannst du deine Pokémon verkaufen oder auch mit anderen tauschen. Und halt, es gibt da Leute, die züchten halt und verdienen sich so mit ein goldenes Näschen. Ja. Der Typ richtig, hatte gerade. Was hat er nochmal geschrieben? Also, er hatte einen Wurf von 20 Glumandas gerade fertig und hat deswegen zum Schleuderpreis von 500 Poké-Dollar rausgehauen. Ja, weil ja die Scheiße war oder irgendwie so, er braucht sie nicht. Also war nicht alles scheiße, aber er brauchte sie nicht. Wieso ein falsches Wesen oder? Ja, keine Ahnung. Das Wesen war in Ordnung, war jetzt aber nicht aber, krass. Aber warum züchtet man denn da? Also ich verstehe es nicht. Weiß nicht, warum züchtest du? Keine Ahnung, was der Grund ist. Ja, aber wenn das... aber doch nicht online. Ja, weiß ich nicht, warum. Gibt's halt Leute da einfach, die das machen. Ja.
Der hat da Spaß dran. Boah, wobei unser letzter Kampf, der war einfach nur most epic. Alter. Den habe ich gesehen, glaube ich, den letzten. Boah, es war, glaube ich, am Ende bin ich, glaube ich, bin an deinem Turok, ach Turok, Turok nämlich zerschellt. Ja, und dann Despot, ja. Da wahrscheinlich eher in deinem Despot. Ja, dein Blitzer war. Aber es war echt strategisch. Echt strategisches Game. Was most epic. Ja, das war richtig krass. Und dann haben wir es ja mit der zweiten Staffel noch irgendwie, keine Ahnung, 20 Episoden weitergeführt oder so. Das ist dann vierte Gen? Nee, das war dann die dritte. Auch noch dritte. Ja, da ist man dann da reist man dann mit dem Schiffchen nach Höhen. In die Höhenregion. Jo, in die stimmt. Johto-Region. Nee, in die Höhenregion. Da geht's dann auch richtig dritte Staffel. Ah. Darf ich so oft auf mein Handy gucken? Ja, ich aber hab das. Moment hier. Mal, das ist jetzt aber frech. Ich hab das hier auch immer neben liegen. Falls ich bei TS mal weg bin oder sowas, dann schreibe ich euch das. Ganz halt, ob ich mir Holzkohle hole. Alter, müssen wir pausieren, ne, wenn Anna weg ist. Warte. Denn? Was hast du gerade gesagt? Holzkohle. Überleg, ob ich mir nachher Holzkohle hole. Ach ja, klar, genau, hol dir mal Holzkohle, du Bastard. Genau, für dein Suikun. Mach mal, kostet auch gar nichts. Ach, Holzkohle willst du dir holen, ne? Azalea City. So von meinen Suikun, bist du dumm? Nee, ich weiß jetzt, wo du bist. Wer sagt denn, dass ich da bin? Ich hab nur gesagt, überlege. Weil du lange kein Pokémon gespielt hast. Der ist da, der hat lange kein Pokémon. Natürlich weiß ich das doch, wo mein Holzkohle am Arsch weißt du das? Nee, glaube ich nicht. Ja. Willst du dir das kaufen? Viel weiter. Das kauft er sich, ja klar. Willst du dir das kaufen? Doch nicht. Mein Flamara vielleicht, aber man lernt doch mal eine Feuerattacke. Kaufen aber, sagst du? Kann man doch da im Store oder nicht? Ja, genau, kann man. Was war keine das denn? Stimmt, du hast Flamara, ja? Ja, klar. Alles gut. Mit euch. Ist das teuer oder was? Na, natürlich. Ja, also ich würde mir schon mal Geld zur Seite legen. Ja, dann kann ich es gleich vergessen, weil ich habe mir vorhin Repels geholt. Warte, ich gucke eben, wie teuer das ist. 9800 Poké-Dollar. Ja, dann scheiß drauf. Aber wenn du darauf scheißt, ne, dann glaube ich, kannst du die Holzkohle nicht mehr verkaufen. Nee, das geht tatsächlich nicht mehr. Wenn man drauf scheißt? Ja. Das ist natürlich eklig. Stinkt. No shit, Toiletten-Sherlock. Nicht mehr entflammbar. Nicht mehr entflammbar, beziehungsweise stinkt dann ziemlich. Kommt drauf an, was du draufhaust, ob es dickflüssig ist oder eklig, sowas, ey. Ne? Wenn du harten Stuhl hast, dann ist natürlich, du kriegst es einfacher ab, als wenn du damit dünnschiss, Flan, die ganze Ding kaputt haust. Ist natürlich schon eklig. Ich zünd jetzt mein Mikrofon an. Hast du da auch schon drauf geschissen, oder was? so ein ekliger Schmuck, ey. Boah, am Anfang nehme ich auch noch jeden Trainer mit, du. Ich bin auch gar nicht so oben im Level. Ja, die Trainer nehme ich eh alle mit. Aber größtenteils. Ah, Gott, mir tut mein Zeigefinger weh. Enter. Nee, Y. Ach, Y. Immer dieses Y. Ach, Noah, was ich gesehen habe, du hast ja X Let's Play, ne? Pokémon ja, X? Ja. Ich nicht, er. Ja, hat ja auch Duran gesagt. Ja, genau. Fühlt sich schon angesprochen, wenn du meinen Namen hörst. Diskriminierung, ey. Fickt hast euch. Du so ein Ding dafür extra? Ja. Warum ist es denn bei Dings geblieben nur? Bei X. Warum hast du nicht Oras auch? Ich habe zwischendurch ja, erstmal was anderes aufgenommen. Bravely Second habe ich aufgenommen und dann kamen andere Games hinzu und es rendert erstens etwas ja, länger. Okay, und ich bin ganz ehrlich, Oras finde ich sowieso unfassbar schlecht. Aber ehrlich? Ja, Oras finde ich ist mit Abstand eine der schlechtesten Sachen, die ich je gespielt habe von Pokémon. Oh, schade. Aber ich werde es mit Sicherheit auch nochmal Let's Playen. Genau wie Pokémon Sonne zum Beispiel. Wollte ich auch nochmal Let's Playen. Einfach nur, um hast du Usum auch? Was habe ich? Usum? Ultramond habe ich, ja. Da bin ich auch enttäuscht von. Ultramond? Bis auf, warum? Bis auf, ja, weil, naja, ja, gut, was habe ich ja. Ja, gut, ist dasselbe Spiel, gell? Ja, das ist klar. Hat er gerade Gel gesagt? Ja. Weiß ich nicht, Bayer oder was? Aber das Einzige, was mich bei Ultramond unfassbar gehypt hat, war Rainbow Rocket. Das fand ich unglaublich stark. Ja,
Die Episoden fand ich schon cool. Ja. Dass er sich das fand ich super stark, du. Aber sonst. Aber hier ist keine Nuzlocke, ne? Nochmal zu sich. Ich will halt nur, dass meine Dings nicht immer K.O. gehen. Nee, also das ist kein Nuzlocke. Ich hab erwartet. Mein Tanzmann hat gerade auf Finale gelernt, weißt du, deswegen. Nice. Nee, ist keine Nuzlocke. Ach, dein Tanzmann ist jetzt also ein Schauzu. Ja. You self-destruct. Das ist jetzt. Scheiße, kann mir mal einer. Mist, ich kann auch nicht gucken, ey. Kacke. Was denn? Vielleicht weiß ich so. Du, ich muss überlegen, wo kriege ich ein Pokémon her, was zerschneider kann, später? Mirapla. Kann man Janmar kein zerschneider? Nee. Ich bezweifle es. Sengo kann doch nicht mal zerschneider, warum sollte mal? Janmar ist vom Typ Insekt. So, Sengo nicht. Ja, okay. Das stimmt schon. Okay. Scheiße. Okay, aber Mirapla gibt es doch auch da im Steinreich nur halt, oder? Ja. Dauert nur halt. Aber Vereinsgaben waren ja erlaubt, oder? Ja. Ja, aber willst du sonst das Schneider machen, ja. Oder? Weiß okay. Ich nicht. Schulkune, lern es jetzt! Aber ich nicht lern es! Sonst kommst du ins Heim! Hab ich noch Können wir mal gucken, muss ich noch was kaufen hier? Fuck you. Baby, a triple! Vorher kaufen, wenn ich da bin. Boah, das Dragon Ball Musik beim Pokémon zocken hypt einen schon ordentlich ja, an. Ja, das motiviert einen richtig, ne? Oh. Ja, auf jeden Fall, vor allem die Mucke von den Games war auch einfach immer nur on point, ey. Ja, das stimmt. Ja, wie eine Glut. Oh, ist so süß, und dann eigentlich ist es ein Glutpendel. Das ist ein feiner. Oh. Ja, ich bin halt auch so ein Typ, der immer hier auf gleichem Niveau, also die Level müssen immer gleich sein, sonst kann ich nicht spielen. Ja, Palki ist eigentlich Autist. So auf gleichem tiefen Niveau er sein. An, ne? Er fängt an, sich die Augen auszukratzen, wenn das nicht richtig ist. Wie hieß er noch? Columbo oder wer macht das auch noch? Macht er das? Nee, was tust du da? Wer war das denn? Der war doch auch so einer, der so auch. Ah, irgendwie... warum hab ich mir nicht Schutz geholt, ey? War das nicht Monk? Monk war das, stimmt. Der auch nichts irgendwie unordentlich. Der fummelt an Leichen rum oder so. Das war so geil. Ja. Ah, sein Jackett sitzt. Ja, Monk, das sind Beweise, ist mir egal! Ich mochte Monk. Habt ihr schon Angstgegner irgendwie? Angstgegner? Ja, Bianca. Ja, nicht so ne? Wirklich. Ja. Ja, okay, Bianca ist aber auch eine Fotze. Aber, ja, weißt du, ich hab Feuer, weißt du, Walzer, dann bin ich im Arsch. Ach ja, ist ja auch noch Gestein, die Arschscheiße. Ja, wenn die Anziehung und sowas macht, dann haut sie dich um. Aber ja, Anziehung auch, auf unsere Hunde, genau. Die kann auch, ja, stimmt, der neutral. Ja. Aber die kann auch, das Miltank kann auch einfach Bums-Mega-Attacken, ne? Walzer, Anziehung, Body Slam und Milchgetränk. Nee, Stampfer, Milchgetränk. Ach, Stampfer, nicht Body Slam, Walzer. Okay. Body Slam wäre ja noch schöner, verpiss ich kann nicht fliehen vor Zubot, ey. Fick dich, ey. Musst du es wohl klatschen? Darf man das sagen, nein, ne? Hä? Darf man nicht sagen. Zubot. Dashboard. Das Z-Wort, Zubot, ist verboten. Boden! Jetzt ist das Let's Play FSK 18. Weil wir Zubat gesagt haben. Die ganze Online-Community rastet komplett aus. Oh mein Gott! Ah, scheiße, Gespräche führen und Kaffee einschütten. Klappt Multitasking nicht so gut. King! Jetzt habe ich ihn nochmal angesprochen. Genau davor hatte ich Angst. Was lernt Raikou eigentlich für Attacken? Weiß ich nicht. Gut ist? Ja, klar, Funkensprung nur auch. So, ja, gut. Aber was ist ein Scheiß! Was hat er denn auf 11 gelernt? Das ist doch ein Donnerblitz. Quatsch, Thundershock, Donnerblitz. Ja. So kann. Frage! Wieso kann Suikune Zerschneider erlernen? Ja, Hammer! Dann brauchst du keinen Vollimpfklamm. Ja, super! Diese nutzlose Kackfähigkeit permanent drauf. Ja, du kannst sie aber löschen in Ebenholz City. Aber er ist in Ebenholz. Ja, gut, das stimmt. Das ist halt weit weg. Nicht weit weg. Doch ein Idiot, ey, jetzt renne ich hier rum. Ach, ich hab einen Repeller. Ich wollte gerade sagen, ich hab doch Repels, warum setze ich keinen ein? Ja, ich hab's mir extra nicht gekauft, ich weiß nicht wieso. Nervt mich auch ein bisschen. In dieser Höhle, weißt du, das ist einfach... Das ist so nervig, ne? Und vor allen Dingen, normalerweise klatschst du die Viecher ja einfach weg und die geben gute Erfahrung. Hier darf man's nicht. Ja, ich find's einfach so geiler. Ja, ist ja gut. Ja, es ist schön, dass dich das aufgeilt. Kein Problem. Wir machen ja den Spaß mit. Warum eigentlich? Weil ich das sage.
Weil wir ihn demütigen wollen. Jetzt holen wir die richtigen Boss-Eier raus.